Herzlich willkommen zur nächsten Hometown Story Episode hier auf We Play Games for You. Ich bin Suivo. Und ja, wir haben ja gestern endlich diese Sprachfruchtgeschichten bekommen für den kleinen Drachen. Die müssen wir jetzt auf jeden Fall auslegen, bevor wir unseren Laden öffnen. Ich würde sagen, wir tun erstmal alles, was wir jetzt hier liegen haben, weg. Und schauen, dass wir da neue Sachen hinlegen. So. Machen uns ja jetzt auch heute gar keinen Stress, habe ich mir überlegt. Wir machen das wirklich ganz in Ruhe. Legen hier den Topf hin. Erstmal gucken wir wegen der Sprachgeschichte-Frucht. Gucken wir mal, was für eine das ist. Frucht der Sprache. Okay, die ist es also. So, dann legen wir die mal hin. Was ist denn das hier alles für Früchte? Besondere Indigo-Frucht. Ich denke, wir legen die auch einfach mal hin dazu. Was denn mit den Klöckchen? Die können wir dann nochmal hinlegen. Und das Schwert, das könnte auch irgendwann mal weggehen, finde ich. So, das reicht aber jetzt auch wieder an besonderen Sachen. Machen wir erstmal unseren ganzen Laden wieder voll, weil gestern doch einiges wegverkauft wurde und wir keine Zeit mehr hatten. Würde ich sagen. Haben wir noch irgendwelche besonderen Sachen, die wir hinlegen könnten? Den Topf können wir mal noch hinstellen. So, dann denke ich, können wir auch unseren Laden öffnen. Und dann bin ich jetzt mal gespannt, was mit dem Dinochen passiert. Oh, Chubby schon wieder. Ach, die will bestimmt das Schwert haben, oder? Vielen Dank für deine Hilfe, meinen Traum zu verwirklichen, yo. Ich bin heute hier, um mich bei dir zu bedanken, yo. Anfangs hatte ich so meine Bedenken, aber du hast dir deinen Traum selbst erfüllt. Dadurch konnte ich ein echtes Belobigungsschreiben bekommen. Ich bin wirklich froh. Deswegen habe ich das für dich mitgebracht, Suivo. Habe ich jetzt ein Belobigungsschreiben von der Chucky bekommen? Sehr schön. Ich habe es selbst gemacht, yo. Hier bitte, für dich. Ich komme wieder, falls etwas ist. Ich könnte mir aber echt vorstellen, dass das Schwert für sie ist. Oder entweder für diese Jäger, das könnte auch sein. So ein Drubel, aber endlich ist der Fall abgeschlossen. Auf alle Fälle. Gut, da kommt wahrscheinlich der... Da ist er, mein kleiner Freund. Ich habe das Gefühl, er will uns etwas sagen, aber ich habe keine Ahnung, was er genau will. Ich habe die Frucht der Sprache doch jetzt da liegen. Muss ich die nicht auslegen? Muss ich irgendwie die vielleicht dabei haben oder so? Das ist ja Quatsch. Okay. Das ist jetzt gerade ein bisschen ärgerlich. Dann müssen wir die vielleicht dabei haben. Dann versuchen wir das doch mal. Oh, jetzt ist er... Okay, wer bist du denn? Schon wieder jemand Neues? Das ist ja der Wahnsinn. Ich glaube, das war die Tierzüchterin, oder? Bin mir gerade nicht mehr sicher. Mal schauen. Die bestimmt die Glöckchen. Oder das Schwert? Ui, jetzt wird's verrückt. Oh! Das nehme ich mit. Wer bist du denn? Okay. Sag mir nicht mal ihren Namen. Die war ja richtig wild. Ich habe sie hier noch nie gesehen. Oh, Luck und Luke. Hey, gib uns bitte unser Meisterwerk A zurück. Ja, bitte gib es zurück. Das war so ein tolles Werk, aber wir haben leider vergessen, unser Zeichen darauf zu stempeln. Ja, genau, Luke hat's vergessen. Das war doch deine Schuld, du wolltest es doch unbedingt schnell verkaufen. Das haben wir gerade verkauft. Oh nein! Das war unsere große Hoffnung, unseren Meister zu finden. Ja, war es. Meint ihr dieses hier? Meister! Was, sie ist euer Meister? Ich weiß auch ohne Zeichen, dass es von euch ist. Mir kann keiner etwas vormachen.
Meister, wir haben dich vermisst. Damit hätte ich nie gerechnet. Vermisst? Ihr beide habt euch kein Stück verändert. Und was hältst du von unserem Werk? Das hier? Das geht doch bestimmt noch besser. Ach nein! Dabei haben wir uns doch endlich... Hey, du da, findest du nicht auch, dass dieses Dorf noch einen weiteren Schmied braucht? Meister, ihr seid noch nicht bereit dafür, also werde ich euch wieder trainieren. Danke, Meister! Juhu, Meister! Die freuen sich ja wie Schnitzel, aber gut, dass sie ihren Meister wiedergefunden haben. So, meine geliebten Brüderchen, wollt ihr ein Haus für euer Schwesterlein bauen? Aber natürlich! Mit Vergnügen! Okay. Vielleicht können wir dann irgendwann den Laden vergrößern, aber mir wurde ja gesagt, dass wir erst dem Lack und dem Luke einen Hammer verkaufen müssen. Was, Brüderchen, Schwesterlein? Wie hieß sie jetzt eigentlich? Ich habe gar nicht den Namen, glaube ich, gehört. Hieß die ganze Zeit nur Meister, wenn ich mich nicht täusche. Was mache ich denn hier mit dieser Frucht der Sprache? Das habe ich echt noch nicht herausgefunden. Was ist das gewesen? Hier ist noch irgendwie so ein Farbding oder so. Info noch mal gucken. Ah, ich weiß es halt echt leider nicht, was ich damit anstellen soll. Naja, muss ich dann nach der Folge noch mal gucken oder morgen vielleicht einfach mal im Inventar behalten, wenn sich dann immer noch nichts tut. Noch mal nachschauen, wie was wir da jetzt machen müssen. Bisschen blöd ist es nämlich dann doch. Muss ich sagen. So, legen wir mal ein paar Trüffel hin. Die werden eh immer gegessen wie nix. Ich bin sicher, dass das erste, was jetzt weggenommen wird, ein Trüffel ist. Ja, war eh klar. Die sind alle reingerannt, kommen wie die Wahnsinnigen. Ich denke, das ist auch ein bisschen viel Gold, was ich jetzt hier liegen habe. Machen wir wenigstens mal ein Gold weg. Oder nimmt sogar so ein Stahlding, das ist ganz cool. Finde ich. Gucken wir mal, dass wir hier so ein neues Stahlding hinlegen. Oder Silber oder was auch immer das ist. Und dann kassieren wir erstmal die Leute ab. Doch ein paar. So, ein goldener Pilz. Der ist sogar richtig teuer, muss ich sagen. So, das Silber ist auch richtig teuer. Und der nimmt ein Gold, ich werde bekloppt. Das ist ja perfekt. Wie besser geht das ja schon gar nicht mehr. Eben noch gedacht, die werde ich nie los, die Goldstücke da. Und dann kauft er einfach eins, der gute Mann. So, Fisch haben wir auch noch, wenn ihr sowas haben wollt. So, die kauft den teuren Stein, das ist ja super. Und der kauft auch einen Stein, ich werde bekloppt. Geht denn hier ab, können wir neue Steine auch auslegen. So einen hier, und den da haben wir auch noch. So, kassiere ich euch auch ab, bevor ihr mit den teuren Sachen wieder abhaut. Muss ja nicht sein. So. Die nimmt so ein Silber mit. Das ist aber krasser Scheiß, dass ich hier alles verticker. Oh, was ist jetzt los? Oh, hallo. Was machst du denn hier? Sieh, wo bist du gerade beschäftigt? Was ist los? Ich möchte mit dir spazieren gehen, aber wenn du beschäftigt bist... Ja, dann lass uns halt mal gehen. Ich glaube, die steht auf uns, die Haruka. Gut, ich möchte auf den Hügel gehen. Ich habe mich irgendwie noch nicht so richtig entschieden, wen ich jetzt heiraten möchte, ehrlich gesagt. Die Haruka ist aber definitiv auch in der Wahl mit drin. Ne? Toller Wind, ich habe das Gefühl, dass der klare Wind bis in mein Herz weht. Wenn dieser Wind mich irgendwo hinbringen würde... Ach, was rede ich da für einen Schwachsinn? Haruka, bedrückt dich etwas? Nein, es ist nur, ich bin halt so normal, so gewöhnlich, deswegen fühle ich mich manchmal schlecht. Du bist ein nettes Mädchen, du bist selbstständig und lieb. Hast du einen Traum, Suivo?
Ich rede nicht über meine Träume, ich will ein großes Eis, ich will 100 gekochte Eier essen. Was sind das denn für Träume zur Hölle? Ich will ein großes Eis. Wie, wovon redest du? Aber irgendwie habe ich auch gerade Lust auf ein Eis. Ist es nicht etwas kalt für ein Eis? Aber alle haben einen großen Traum, aber mein Traum ist genauso gewöhnlich wie ich. Aber für mich ist das ein großer Traum. Was ist das für ein Traum? Ich will wahrscheinlich heiraten. Eine tolle Ehefrau zu werden. Das ist vielleicht nichts Außergewöhnliches, aber trotzdem ist es doch ein toller Traum. Wirklich, meint ihr? Ehrlich gesagt lerne ich dafür insgeheim von Mama Mio kochen. Mio kann gut kochen, also wirst du es bestimmt auch lernen. Tolle Ehefrau, dann ist es viel zu wenig, nur kochen zu können. Oh, wer kommt denn jetzt? Ah, die Vogelscheuche wahrscheinlich. Eine Ehefrau muss vieles können, du musst stark und auch klug sein. Du solltest deine Ehefrau nicht unterschätzen. Ja, stimmt schon. Was muss sie denn noch alles können? In diesem Dorf gibt es doch viele Leute mit speziellen Fähigkeiten. Du musst dir von ihnen etwas abschauen, es gibt nichts, was unnütz ist. Ja. Okay, das war wohl das erste Heirats-Blabla, nehme ich jetzt mal an. Auf jeden Fall ganz gut inszeniert, finde ich. Auch wenn ich wieder, wie gesagt, noch nicht so richtig weiß, ob wir die denn wollen. Ich meine, ganz hübsch ist sie ja. Kochen wird sie auch können. Aber ich bin aktuell dann doch eher... Weiß ich nicht. Eigentlich ist die ganz hübsch auch. Weiß nicht. Ich weiß halt, wen man noch alles heiraten kann. Die Chappi finde ich jetzt nicht so geil irgendwie, weil die da immer mit ihrem Go und so am Ende dann und keine Ahnung. Die kommt mir so ein bisschen kindlich vor, wenn ich ehrlich bin. Die ist zwar ganz cool so von der Art her, aber das war's auch schon. Ich meine, was bringt die mir? Die beschützt sie mich vor Ladendiebstählen, die es nicht gibt? Ja, weiß ich noch nicht so genau. Erstmal kassieren wir jetzt hier die Leute ab. Er hat den schönen Stein mitgenommen, das ist sehr gut. So. Weiter Sachen auslegen. Ich glaube, wir müssen heute auch wieder bald einen Großeinkauf starten bei dem Händler. Zumindest was jetzt so außergewöhnlichere Sachen angeht, nicht nach Nahrung. Nahrung sollten wir noch mehr als genügend haben, wenn wir hier mal so durchgehen. Ja, das ist noch einiges. Oh, die hat noch einen Stein gekauft. Also heute gehen die Ladenhüter wie nichts. Das ist ja super. Problem ist nur, dass wir keine weiteren Ladenhüter haben, um sie nachzulegen. Das ist ein bisschen schade. Aber da haben wir ja auch noch zwei Stück, drei Stück sogar. Und Topf haben wir auch noch. Ich würde aber auch sagen, wir kassieren gerade mal die Leute ab und gehen dann nochmal auf die Suche zu dem Duck und Luke und gucken, ob die uns einen guten Hammer verklickern können jetzt, wo ihre Meisterin wieder da ist. Damit wir den auch wieder weiter vertickern können oder so. Eventuell müssen wir den auch erst von dem Händler kaufen, weil die den selber noch gar nicht können oder so. Mal schauen. Wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal zu Luck und Luke und gucken, was die so machen. Den stecken wir mal wieder ein. Oh, hallo. Dein Laden scheint ja gut zu laufen. Ich höre sehr viel Gutes darüber. Du bist immer so hilfsbereit zu Ivo. Bitte nimm das hier als Dankeschön. So, kriegen wir wieder gute Zutaten für die Kanon. Sehr schön. Und das ist ein neues Haus, glaube ich, oder? Müssen wir mal gucken gerade. Können wir da rein? Verschlossen. Was ist denn das da oben für ein Zeichen? Man kann es leider nicht so richtig erkennen. Aber es könnte das Haus für die... Ja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist es ein neues Haus. Da müssen wir mal irgendwie drauf achten, dass wir da irgendwann mal hinkommen. Da sind wir noch die Hex. Von der Hex habe ich irgendwie auch noch gar nichts Richtiges irgendwie so mitbekommen. Muss ich mal jetzt so sagen. Da geht es immer noch nicht rein. Da oben ist die Lumiso und Co. Da ist ein neues Haus. Aber erstmal gehen wir hier rein. Achso, geht nicht. Okay. Ich habe leider... Mir hat ja freundlicherweise jemand die Uhrzeit gesagt, wann sie normalerweise da ist. Aber irgendwie... Also die Luck und Lukes da sind, aber irgendwie kann ich mir das nicht so richtig merken, wenn ich ehrlich bin. Das war die Gaststätte. Die Luck und Lukes. Auf jeden Fall sind sie hier, so wie es aussieht.
Der Himmel ist ziemlich bewölkt, sieht nach Regen aus. Will man nicht manchmal raus, gerade weil es regnet? Hallihallo, wie verkaufen sich unsere Sachen so? Hast du sie schon alle verkauft? Ich wette, sie sind sehr beliebt. Ja, meine beiden, geht mal lieber in euren Laden. Ja. Ihr helft mir nicht so richtig damit. Na egal, gehen wir mal wieder zurück und verkaufen unsere Sachen. Das ist ja auch immer sehr wichtig. Haruka steht da auch dumm rum. Oh, da oben ist diese komische Händlerfrau. Oh, sie redet mit der Chappie. Hallo, bist du heute hier, um etwas zu kaufen? Zu teuer, der Preis zeigt nur die Liebe zu der Ware. Deine Verkaufsstrategie ist noch nicht ganz ausgereift. Ich zeige dir, wie das geht. Okay, also von dir will ich gar nichts hören. Heute gibt es nichts außergewöhnlich. Der Frieden des Dorfes ist gesichert, jo. Es ist Mittag, ehrlich gesagt habe ich auch Hunger, jo. Sorge dafür, dass es bei dir keine Ladendiebstähle gibt, jo. Jo. Dich mag ich nicht so. Ich weiß nicht, wen gibt's denn noch so? Also die Chappie ist mir ein bisschen zu kindlich, muss ich sagen. Die Haruka ist ganz okay. Die Anna vielleicht noch. Das ist ja die Tochter von der Restaurantbesitzerin. Erstmal kaufen wir jetzt hier ein. Eier gehen immer gut, die kaufen wir auf jeden Fall alle. Auch die goldenen. Milch auf jeden Fall auch alle. Käse genauso, das geht immer gut. Die Butter nehmen wir auch noch mit. Von den Kräutern haben wir noch mehr als genug, denke ich. So. Trüffel. Das nehmen wir auf das hier, nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Das Ganze. Toller Gürtel, wirkt wunder auf die Ausdauer. Das ist bestimmt was für den Jäger und den Mirko. Nehme ich jetzt mal an. Die Trüffel nehmen wir alle mit. Goldenen Pilze lassen wir mal da. Da haben wir mehr als genug. Genauso wie von den Speisepilzen und den Giftpilzen da. So, ich denke, das reicht dann. Kaufen wir die Sachen. Ja, danke. Komm bald wieder. Danke. Zack, zack, zack. Lass mal alle abkassieren hier. Die sind eh schon ein bisschen sauer, glaube ich. So. Gibt es erstmal wieder Eier, meine Freunde? Eier, wir brauchen mehr Eier. So. Und die ersten drei Eier sind schon wieder weg. So läuft das hier. Kennt doch meine Pappenheimer. So, dann würde ich aber auch sagen, gehen wir nochmal zu Luck und Luke vorbeischauen. Jetzt, wo wir hier wieder über eine Stunde verbracht haben. Ich finde es ganz cool, dass das Lager so unendlich ist, aber ich hätte mir da doch irgendwie so eine Art Aufbausystem gewünscht, muss ich ehrlich gestehen. Also, weiß ich nicht. Wenn ich sehe, wie du dich anstrengst, denke ich, dass ich auch mehr tun muss. Ach, Lilly heißt sie also. Ich muss mich anstrengen und genauso fit werden wie du. Und hier oben wohnt wohl die Züchterin, wenn ich das richtig erkenne, hier mit der Kuh. Wie läuft dein Laden? Viel Erfolg. Ich glaube, dass meine Vögelchen dich mögen. Oh, die Kuh macht Mu quasi. Verschlosse. Also die wohnt wohl da. Die gute. Die finde ich auch ganz interessant, aber was will man mit einer, die den ganzen Tag ein Vogelnest durch die Gegend trägt. Jetzt auch nicht so dolle, muss ich zugeben. Ach, hier Schweinchen. Was Yui wohl gerade macht? Ach, hallo, so Evo. Oh, das war nur... Der ist wohl ein bisschen geil auf die. Huch, es ist schon so spät. Wenn es um die Zeit geht, musst du nur mich fragen. Hallo, so Evo, wie läuft's? Meine Frau hat auch schon nach dir gefragt. Aisha mag interessante Geschichten, aber ich kenne mich mit Klatsch nicht so aus. Die Dorfbewohner erzählen mir oft, wie es in deinem Laden so läuft. Streng dich weiter an, du kannst auch gerne mal selber vorbeikommen, mein Dicker. Schaden würde das Ganze, denke ich, nicht. Und wir haben auch schon wieder 17 Uhr und sind schon bei fast 20 Minuten. Ich würde fast sagen, wir machen hier erstmal einen Cut.
machen den Rest vom Tag in der nächsten Folge. Ist ja doch einiges passiert. Mal gucken, wie sich das mit dem kleinen Dino da weiterentwickelt oder der kleine Drache. Tut mir leid für die, die sich vielleicht darüber aufregen, dass ich ihn Dino nenne. Für mich sieht ein Drache einfach ein bisschen anders aus. Ja, machen wir einen Cut an der Stelle. Ich bedanke mich nochmal fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao und bis dann.